Jiren? I shouldn't have come here. I should have emailed you. I should have... I... Christ, she's completely out of it. I'd better find something to bring her around. Oh ja, das sollten wir wirklich. Naja, ist ja nicht allzu schwer. Wir brauchen nur ein leeres Champagnerglas, das wir jetzt mitnehmen. So Leute, und jetzt kommt der ultimative Trick, den ihr unbedingt auch, ja, bei diesem Spiel unbedingt beherrschen müsst. Manchmal kann man zwei Objekte kombinieren. Nehmen Sie zum Beispiel einfach mal das Champagnerglas in die Hand. Jo, gut, und jetzt wählen Sie mit dem Joystick die Champagnerflasche aus. Perfektes Pfeil hoch. Symbol zeigt an, dass Sie eventuell das Glas in Ihrer Hand mit der Champagnerflasche kombinieren können. Trinken Sie hoch. Jawohl. Können wir kombinieren? Wir können kombinieren. Und siehe da, aus einem leeren Glas mit einer einer Flasche Champagner haben Sie ein Glas Champagner gemacht. Bravo! Wunderbar. Have a little champagne, Sharon. It'll help you feel better. Thank you, Mr. Winch. I'm sorry. I'm really confused. I panicked. You have nothing to be sorry about, Sharon. A bomb scare and then an assault. You've every right to be shaken up. You're not hurt, are you? No, they just knocked me down so they could grab the document. This file must contain some pretty important information for someone to just burst in here and grab it. Have you got another copy? No, but it doesn't matter. I've got it all saved on my computer's hard drive at home. Then there's no time to lose. Let's get over to your place. All right. I didn't feel like going home alone tonight anyway. I know we should have taken a taxi, but I needed to get some air. How did you get a hold of this information, Sharon? My team was warned as soon as the guards were killed and Jack Place had vanished. But how did you find out that something was wrong in the Mexican lab? Well, in this kind of situation, the first thing we always do is go through the computer resources. It seems 100 or so kilos of genetically modified colza seed had been produced in the lab without the director knowing. Next thing you know, this illicit production disappeared, and certain files seem to have been tampered with. Who could have tried to intercept this information? I've no idea, but something really big is about to happen. I can feel it. Freeze! Empty your pockets! Stay back, Sharon. I'll take care of this guy. So, Leute, Menschen, wir kommen nun zu einem ganz besonderen Teil von Lord of the Winch. Es muss auch ab und zu mal gekämpft werden. Wir kämpfen momentan als Tutorial gegen Eddie, einem Obdachlosen. Wir haben nur zwei Möglichkeiten. Wir könnten zuschlagen, was einen Schaden von 1 bis 3 macht, mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von 90%. Oder wir treten zu, können 2 bis 8 Schaden machen und haben 50% Chancen. Mal 2 bedeutet, wir können zweimal zutreten und dreimal mit der Faust. Wir nehmen erstmal die Faust, würde ich sagen. Jawohl. Wunderbar. Super. Das war knapp. Ja, irgendwie könnt ihr auch ausweichen mit dem Pfeiltasten und... Naja, ich vermute mal, mit dem Pfeiltasten kann man irgendwie ausweichen, aber das ist alles Übungssache. Versuchen wir es mal mitreden. Au. Okay, einmal treten. Ha, Jesus Christus, das darf doch nicht wahr sein. Oh, 0, 1, 2. Ja, wie ihr seht, wir haben keinerlei Verteidigung. Und Eddie, dieser Obdachlose, hat eine Verteidigung von 1. Sprich, er ist nicht wirklich so leicht zu schlagen. Aber das ist noch einer der leichtesten Gegner im Spiel. Und geschafft. Well. I really should have stayed home tonight. It's not your fault, Sharon.
Do you think this thug had something to do with the hotel attackers? I have no idea, but let's not hang around here to find out. Apparently you like roses. Yes, I do. Nice to look at, nasty to touch. Just like my job at Group W. Show me this Mexican file, Sharon. The PC switched on. I left in a hurry and I don't remember where I left the CD with the W food research file. But you should be able to find it easy enough. I'm going to take a shower to help me recover from all this emotion. Make yourself at home, Largo. I'll be with you in a minute. Okay. PDA? Sharon Green ist unter der Dusche. Ich sollte mich einen Moment lang konzentrieren und nach der CD-ROM mit dem Dan aus Mexiko suchen. Yo, das machen wir doch glatt. Oh, halt, einen Moment. Schauen wir doch glatt noch die Geschichte an. Falls es noch eine Geschichte gibt. Jawohl, gibt es. Da, ja. Beim Empfang zum Ende, da. Ja, hat Sharon Green und so. Zwei Wachen sind tot und ein Forscher ist verschwunden. Zur gleichen Zeit bekommt John Sullivan die Nummer 2. Ah ja. Während ich auf der Suche nach. Ja, also daraus lässt sich eine kurze zusammengefasste Geschichte. Lässt sich da locker schreiben. Da. Jo, aber jetzt schauen wir erstmal nach den Daten. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch hier die Sachen anschauen. Eine Mikrowelle. Aber wir können nichts davon nehmen. Schade. Okay, hier gibt es sonst nichts mehr. Nur die Mikrowelle. Nein. Vordertür von Sharon's Apartment. Die Schubladen dieser Kommode sind abgeschlossen. Ich sollte sie wirklich nicht auf. Nein, machen wir auch nicht. Okay. Ja, schauen wir mal weiter. Oh. Was haben wir hier? Eine Zimmerpflanze. Aha. Können wir also auch nicht nehmen. Oh, Leute, ich sehe gerade, unsere Zeit wird knapp. Ich glaube, ich... Wir schauen gleich am besten nach der CD-ROM. Ja, ein schicker Konzertflügel. Und hier eine CD-ROM. Wir hören die Dusche. Ah, das ist Sharons Computer. So, CD aktiviert und schauen wir mal die Mails durch. Diese Mails sind sehr wichtig. Hallo Sharon, wir haben ein großes Problem. Sharon, Ernesto Marotto, der Direktor der W. Lebensmittelforschungslabors Veracruz, Mexiko, hat mich gerade darüber informiert, dass einer seiner Forscher, Jack Blaze, verschwunden ist und zwei Wachleute getötet wurden. Ich schicke unsere Experten. Was? Hubert Abercrombie und Bill Monroe sofort dorthin. Michael Ray. Okay, alles klar. Hubert Abercrombie und Bill. Code A113? Sharon, wir haben einen Code A113 in Veracruz. Einige wichtige Materialien sind verschwunden. Setzen Sie die Vermeldung in Kenntnis. Hubert Abercrombie. Okay. Oh, Edward Green. Scheidung. Der Richter hat dein Arm. Oh. Okay, sie ist geschieden. Mal gucken, wie ging es. Die Presse darf lange ein Stück. Ich hatte den Bericht. Okay. Ja, Leute, merkt euch das alles, denn, ihr müsst euch alles merken. Oder. Ja. Merkt euch das alles mal, weil es wird später noch sehr, sehr, sehr wichtig sein. Summer Pass. Aha. Forschungsassistent von Jack Blaze. Aha. Sehr interessant. Single und keine Kinder. Aha. Jack Blaze. Single, keine Kinder. Adresse ist unbekannt. Okay. Aranda. Christopher Stark.